Oh Maja, ich habe einen Strauß Kabel für dich gemacht. Oh mein Schatz, die allerschönsten, vergiss mich nicht, Rosen. Oh. Schön, ne? Wunderschön. Ja. In Rot-Blau, wie ich's lieb. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es mal wieder um das Thema Camper Elektrik. Und diesmal sehr ausführlich. Ich habe ja schon in vielen Videos verschiedene Lösungen gezeigt, wie man in seinem Camper, in seinem Wohnmobil die Elektrikinstallation selber baut. Und jetzt sind wir hier in Majas Camper dabei, die Elektrik einzubauen. Und dazu habe ich mir ausführlich Zeit genommen, um das Ganze nochmal so im Zusammenhang auch darzustellen. Und das möchte ich in diesem Video gerne machen. Ich werde also Fragen beantworten, wie zum Beispiel, warum braucht man überhaupt eine Zusatzbatterie? Wie wird die aufgeladen im Camper? Was gibt es da für Möglichkeiten? Warum ist ein Ladebooster besser als ein Trennrelais? Brauche ich eine Solaranlage? Wie funktioniert das? Was sind da die Grundlagen? Wie baue ich mir sowas selber auf mein Autodach oder reicht vielleicht auch einfach so ein mobiles Solarpanel? Wie ist das mit dem 230 Volt Strom, Landstromanschluss? Wie kann ich sowas in meinem Camper einbauen? Brauche ich einen Wechselrichter? Wie funktioniert das? Und wenn ich mir selber sowas ausbaue, was muss ich wirklich beachten bei der Verkabelung, wenn ich hier die Kabel lege? Was brauche ich für Kabel? Welche Querschnitte? All diese Themen werde ich in diesem Video im Zusammenhang darstellen. Und in einem weiteren Video werde ich euch dann nochmal zeigen, wie ich mit einer Powerstation hier im Camper als zentrale Bordstromversorgung auskomme, wie ich die hier installieren kann, was es da für Möglichkeiten gibt, die zu integrieren mit verschiedenen Geräten. Dieses Video ist also auf jeden Fall ein absoluter Muss für alle Leute, die sich selber in ihrem Camper die Elektrik bauen wollen und da mal das richtige Hintergrundwissen, den richtigen Überblick haben wollen. Und los geht's! Und das Video ist natürlich Teil unserer Serie hier vom Ausbau des Campers hier für Maja. Wir haben ja so einen Renault Traffic gekauft und den bauen wir jetzt zum Camper aus. Es gibt auch eine Playlist zu den ganzen Videos, verlinke ich euch natürlich wie immer hier oben und unten in der Videobeschreibung. Findet ihr auch weitere Infos auch zu meiner Webseite. Da habe ich schon sehr viel Bauanleitungen verfasst und ganz detailliert mit Schaltplänen auch verschiedene Schaltungen dargestellt zur Elektrik. Da werde ich jetzt hier im Video auch nochmal im Detail dann drauf verweisen. Schauen wir erstmal auf die Grundlagen. Warum brauche ich überhaupt eine Zusatzbatterie? Ich habe ja schon eine Autobatterie vorne im Motorraum, im Auto, in jedem Camper, in jedem Van. Und warum brauche ich eine Zusatzbatterie? Was hat das überhaupt alles auf sich? Der Punkt ist ganz einfach der, wenn ich stehe, wird die Batterie natürlich nicht mehr geladen, logisch. Und jeder kennt das, wenn man Licht anlässt im Auto, ist irgendwann die Batterie leer. Und wenn man andere Verbraucher anschließt, wie zum Beispiel eine Kühlbox, dann kann das noch sehr viel schneller gehen, denn eine Kühlbox braucht relativ viel Strom. Es gibt natürlich noch viele weitere Geräte, die man so unterwegs mobil nutzen möchte. Smartphones aufladen, Tablets, einen Laptop vielleicht betreiben, einen Fernseher, was auch immer. All das braucht Strom. Und wenn ich jetzt über eine Nacht zum Beispiel irgendwo stehe und habe die Kühlbox laufen, habe irgendwie vielleicht abends ein bisschen mit dem Laptop gearbeitet, dann kann es sehr gut passieren und es ist wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, dass am nächsten Morgen meine Autobatterie so weit entladen ist, dass ich nicht mehr starten kann. Aus diesem Grunde baut man sich ein von der Fahrzeugbatterie getrenntes Stromnetz auf im Camper, also ein Bordnetz, und dazu braucht man auch eine zweite Batterie, die dann die Stromversorgung für das Ganze, für den ganzen Innenraum sozusagen, für die Bordstromversorgung halt übernimmt, und das ist die Bordbatterie. Was brauche ich für eine Batteriegröße? Eine zentrale Frage natürlich am Anfang. Das kann man sich selber ausrechnen, indem man einfach seinen Energiebedarf bestimmt, also die Geräte quasi, die man alle benutzen möchte, die Leistung da entsprechend addiert, mal der Einschaltzeit, wie oft man die benutzen möchte. Das habe ich schon mal sehr ausführlich erklärt in einem meiner allerersten Videos zum Thema Elektrik, wo ich meine Strombox für meinen Dacia selbst gebaut habe. Das Video verlinke ich euch hier nochmal und auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das nämlich gut erklärt. Und das ist auch heute noch sehr aktuell. Ich würde nur heutzutage empfehlen, eine Lithium-Batterie zu nehmen. Lithium-Ionen-Batterie, also eine LiFePO4-Batterie, um ganz genau zu sein. Das ist eine besondere Art der Lithium-Batterie, die technisch sehr ausgereift ist und sicher ist. Und solche Batterien haben eine 5, vielleicht sogar bis zu 10 mal längere Haltbarkeit, weil sie viel mehr Ladezyklen haben. Sie sind viel stabiler, die Energie ist viel stabiler, die Spannung ist viel stabiler hier während der Entladezeit, und sie haben auch eine nutzbare Kapazität von 80, vielleicht sogar 90% gegenüber herkömmlichen Batterien, die so eher um die 50% nutzbare Kapazität haben.
Ich habe in meinem Wohnmobil auch schon vor einigen Jahren ja meine AGM-Batterien ausgetauscht gegen eine Lithium-Untersitz-Batterie von Lyantron. Die gibt es übrigens auch in neueren Modellreihen. Jetzt mittlerweile würde ich immer noch empfehlen. Bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Batterie. Ansonsten habe ich auch mit Lithium-Ionen-Batterien von der Firma Active sehr gute Erfahrungen gemacht. Die habe ich auch schon in verschiedenen Projekten eingesetzt. Hier der Klassiker zum Beispiel, so 100 Ampere-Stunden ist so eine Größe. Damit kommt man eigentlich sehr, sehr gut aus im Normalgebrauch und kann damit so seinen normalen Energiebedarf hervorragend abdecken. Dazu auch Informationen, Links und so weiter unten in der Videobeschreibung. Damit das jetzt nicht zu trocken wird, habe ich mal wieder einen sehr schönen Schaltplan gebastelt und dann werde ich euch das jetzt mal Stück für Stück anhand eines Schaltplans erklären, wie das Ganze zusammenhängt, und das seht ihr jetzt. Als erstes brauchen wir natürlich unsere Bordbatterie. Die Batterie ist hier über den Minuspol schon mal mit der Karosserie verbunden. Dazu ist dieses Erdungszeichen hier gedacht. Das bedeutet einfach Masse. Also Karosserie ist ja im Kfz generell als Minusleitung zu benutzen. Und das habe ich hier schon mal gemacht. Das ist eine Autobatterie. So, das ist keine Dampfmaschine. Keine Dampfmaschine. Kein Raketentriebwerk. Das ist die Zusatzbatterie. 12 Volt, 72 Amperestunden. Das ist eine Warta, wahrscheinlich AGM oder sowas. Und das war schon hier drin. Wir haben ja dieses Auto gekauft. Da war es ein Büromobil. Und hier ist auch schon eine Standheizung drin und so ein bisschen Beleuchtung und so. Und deswegen hat dieses Auto schon eine Zusatzbatterie. Wenn wir nun Verbraucher hier anschließen, dann müssen wir diese absichern. Also einen extra Sicherungskasten hier benutzen am besten, wo Flachsicherungen drin sind zum Beispiel. Das sind so die klassischen Sicherungen im Kfz-Bereich. Und um diesen Sicherungskasten jetzt mit der Batterie zu verbinden, brauche ich noch eine Hauptsicherung. Jedes Kabel an der Batterie muss abgesichert werden gegen Kurzschluss, falls das Kabel irgendwo durchscheuert zum Beispiel. Deswegen muss immer in Nähe des Batteriepols eine Hauptsicherung sein, die den maximalen Strom hier absichert. Na, hast du das verstanden, Juma? Ja? Hm? Ja, du machst doch hier die Ausbildung zum Elektrohund, richtig? So, guck mal hier, Juma, guck mal hier. Das sind Sicherungen. Juma, du musst schon aufpassen. Guck mal, was der Jürgen macht. So geht das nicht, du musst schon aufpassen. Guck mal hier. Das sind, ja genau. Riech mal dran. Genau, das sind Sicherungen. Stecksicherung. Nein, kann man nicht essen. Das ist langweilig, weil man die nicht essen kann. Du willst lieber kuscheln. So wird das nichts mit dem Video. Unser Elektrohund verweigert die Elektrotätigkeit. Aha, so, na denn. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Die Kabelquerschnitte sind jetzt hier exemplarisch für mein Beispiel. Weitere Details werde ich gleich noch erläutern, wie man seine Kabelquerschnitte ausrechnet. Dann fehlt nur noch die Minusleitung hier. Da gibt es auch oft so Sicherungskästen, die haben schon so eine Masseschiene eingebaut oder ansonsten muss man sich selber eine Masseverteilung bauen. Ich habe immer ganz gerne hier diese Sicherungskästen, verwende ich ganz gerne, die sowas schon integriert haben. Dann kann man direkt die Verbraucher hier mit Plus und Minus komplett am Sicherungskasten anschließen. Ist das Gedöne hier alles? Ja, das ist ein Sicherungskasten, ein Sicherungskästchen. Ja, aber für ein Kästchen, Maja, du magst auch Kästchen. Ja, aber da kann man ja nichts reintun. Doch, Sicherung. Ach, schön. Also, von der Batterie geht so ein Kabel hier hin. Da ist eine 5 Ampere Sicherung drin. Und dann geht so ein Kabel hier zu irgendeiner Lampe wahrscheinlich. Das sind die Lampen hier drin. Ah, okay. Ja, hier sind ja, mehr Lampen drin. Die haben wir schon ausgebaut. Ja. Und also das sind quasi die Versorger. Die Versorger, Verbraucher. Meine ich. Verbraucher. Zum Beispiel, als erstes natürlich brauchen wir Beleuchtung. Auch einen Schalter habe ich hier in die Plusleitung mal eingebaut. Das heißt, ich verkable hier jetzt eine Plusleitung zu einem Schalter, wenn ich das denn so haben will. Und dann kann ich hier LED-Beleuchtung zum Beispiel oder herkömmliche Beleuchtung als Lampen, so sind die beiden Symbole hier, anschließen. LED-Beleuchtung ist immer zu empfehlen heutzutage, zu bevorzugen, weil die einfach deutlich weniger Strom verbrauchen. Und es gibt ja auch wirklich sehr gute LED-Lampen, die auch ein angenehmes Licht haben. Würde ich heute immer empfehlen. Dann habe ich hier als zweites eine Wasserpumpe. Eine Wasserpumpe brauche ich, um aus meinem Kanister Wasser hochzupumpen, wenn ich den Wasserhahn öffne. In der Regel sind in diesem Wasserhahn in so Wasserhähnen Schalter eingebaut. Es gibt zumindest so eine Lösung, so habe ich das hier gewählt. Und der Schalter schaltet dann, sobald ich den Wasserhahn öffne, und dann läuft die Pumpe und pumpt mein Wasser ins Spülbecken. Klassisch natürlich eine Kühlbox. Das braucht man eigentlich immer, wenn man im Camper unterwegs ist. Auch die habe ich hier angeschlossen. Die Querschnitte hier sind auch exemplarisch, beziehungsweise man kann die zur Orientierung nehmen. 1,5 Quadrat bis ungefähr 10 Ampere ist meistens ausreichend. Bei Verbrauchern wie Kühlbox, die auch mehr Strom braucht, sollte man durchaus mehr Querschnitt wählen. Der Querschnitt ist auch abhängig von der Länge der Kabel, da sage ich gleich noch was ausführlich zu. Und hier habe ich noch eine Standheizung jetzt mal exemplarisch angeschlossen. Die befindet sich auch in vielen Campern. Und was wir natürlich auch meistens noch benötigen, ist eine
12 Volt Steckdose, also wo man einfach 12 Volt Geräte anstecken kann über so einen Kfz-Zigarettenanzünderbuchse und USB-Geräte natürlich heutzutage sehr gängig. Meistens hat man ja viele Geräte, die über USB geladen werden können. Das jetzt hier nur mal so als Beispiel zu nehmen. Natürlich kann man das beliebig weiter ausbauen, erweitern. Und ja, so sehen wir schon unsere komplette Bordstromversorgung. Das ist es eigentlich schon alles, was wir benötigen, um im Camper unsere Stromversorgung zu realisieren. Zumindest eine 12-Volt-Versorgung. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich das Ganze wieder aufladen? Und da kommt jetzt die Verbindung zur Kfz-Batterie ins Spiel. Und die ist verbunden auch vorne mit der Fahrzeugbatterie und dadurch mit der Lichtmaschine und wird also mit der während der Fahrt mitgeladen. Da ist ein Victron-Trennrelais drin. Was macht denn ein Trennrelais? Das Trennrelais, das macht Folgendes, das trennt die Batterien im Normalfall, ja, damit diese Batterie mit der vorderen Batterie nicht, damit diese die vordere nicht entlädt, ne? Wenn ich jetzt hier drin Strom verbrauche, Lampen an der Heizung laufen lasse, dann muss ich ja die Fahrzeugbatterie, also die normale Motorbatterie, davon trennen, damit die halt fit bleibt, ne? Damit ich nicht irgendwann hier stehe und nicht mehr fahren kann. Deswegen hat man so eine Zusatzbatterie. Aber während ich fahre, soll die auch mit aufgeladen werden. Deswegen sind die verbunden. Deswegen macht das Trennrelais, das ist intelligent, das prüft, ob der Motor läuft. Dann kriegt er nämlich mehr Spannung, weil das die Lichtmaschine anläuft und Spannung liefert. Und dann schaltet das zusammen und verbindet die beiden Batterien. Mhm. Und wenn der Motor wieder aus ist, trennt es wieder. Trennrelais, es gibt natürlich auch verschiedene Typen von Trennrelais. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Und dann wird das Relais hier an die Fahrzeugbatterie angeschlossen. Natürlich auch wieder mit Sicherung im Fahrzeugraum. Da direkt in der Nähe der Fahrzeugbatterie muss auch eine Sicherung sein. Und auf der anderen Seite auch eine Sicherung in der Nähe des Batteriepols von meiner Bordbatterie. Und somit habe ich jetzt hier schon eine Funktion integriert, die meine Batterie auflädt. Beim Fahren schaltet sich das Trennrelais zu und dann wird die Batterie im Wohnraum, hier meine AGM-Batterie, wird dann über die Lichtmaschine mit aufgeladen. Hier ist die Fahrzeugbatterie drunter. Mhm. Was heißt das denn? Das heißt, du sollst ja nicht mit dem Dampfstrahler drauf gehen. Ah. Na, bei Motorwäsche okay. Oder so. Dann müsste man dazu schauen. Hier Fahrzeugbatterie und da sehen wir schon, da geht das Kabel dran. Ja. Das ist das? Das ist das Kabel. Dass du das erkennst, ich wüsste jetzt, ich hätte nur gibt's ja nur sonst. Das ist ja nur, sind ja nur zwei. Also eins ist hier für die Motorsteuerung. Mhm. Also dicke für Anlass, ist für den Rest das, hier, fürs Auto selbst. Das Auto selbst, genau. Das wird dann hier weiterverteilt auf dieser Schiene hier hinten. Und das andere geht jetzt hier. Da ist noch eine Sicherung erstmal, das ist auch gut so. Da geht auch noch. Da ist wieder eine Sicherung. Aber dann geht das auch noch mal dann, hier irgendwie. Ja, das ist ein Trennrelais, du warst schon direkt dran. Hm. Victron Energy Cervix CT Trennrelais. Okay. So sieht's aus. Und dann geht's da hinten wieder rüber, oder? Der Ausgang, genau, der Ausgang geht dann da hinten rüber zu der Batterie, wo wir gerade waren. Okay. Und somit habe ich jetzt hier schon eine Funktion integriert, die meine Batterie auflädt. Beim Fahren schaltet sich das Trennrelais zu und dann wird die Batterie im Wohnraum, hier meine AGM-Batterie, wird dann über die Lichtmaschine mit aufgeladen. Die Lichtmaschine im Motor ist natürlich ein super Generator oder eine super Stromquelle. Es ist ein Generator, es ist die beste Stromquelle, um die Batterie sehr schnell zuverlässig wieder aufzuladen, wenn man autark unterwegs ist. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, sich da entsprechend leistungsfähig eine Verbindung zu bauen. Wenn man eine gleiche Batterie benutzt, die ähnlich ist wie die Batterie im Fahrzeugraum für den Motor, also eine AGM-Batterie zum Beispiel bei neueren Autos, dann kann man durchaus so ein Trennrelais nehmen. Allerdings muss man einfach bedenken, wenn man neuere Autos fährt und zum Beispiel eine Lithium-Batterie sich als Wohnraumbatterie hier verbaut, dann reicht das nicht mehr aus, denn das Trennrelais verbindet ja einfach nur die Batterien. Und bei einer Lithium-Batterie zum Beispiel, die ist ein ganz anderer Typ, die hat auch eine höhere Spannung. Und wenn man die einfach nur mit der Fahrzeugbatterie vorne verbindet, dann hat man da wieder oft den Effekt, dass die Lithiumbatterie dann nachher die Fahrzeugbatterie mitlädt oder einfach durch die Lichtmaschine gar nicht richtig komplett aufgeladen werden kann oder auch langsamer aufgeladen wird, weil da die Lichtmaschine für diesen Batterietyp gar nicht genug Energie liefert. Zudem haben die neueren Autos alle ein sogenanntes Smart Management, also ein Smart Generator, keine klassische Lichtmaschine in dem Sinne. Natürlich gibt es die schon noch. Technisch gesehen im Motorraum, aber da hängt eine ganze Menge Elektronik hinter, die den Strom regelt und sehr effektiv versucht, die Energie zu managen, damit die Abgaswerte erreicht werden.
Und aus diesem Grunde passiert es dann auch oft so, dass man, wenn jetzt die Fahrzeugbatterie vorne schon genug vollgeladen ist, dass dann die Ladeelektronik gar keinen Strom mehr liefert oder nicht mehr ausreichend Strom liefert, um auch noch die Zusatzbatterie zu laden. Ja. Und genau zu diesem Zweck setzt man einen Ladebooster ein. Generell ist es immer sinnvoll, einen Ladebooster anstatt ein Trennrelais zu verwenden. Ein Ladebooster ist quasi ein elektronisches Trennrelais. Also diese Trennrelais-Funktion ist ja schon immer integriert. Aber ein Ladebooster ist noch viel schlauer. Der Ladebooster, der spielt jetzt quasi der Lichtmaschine bzw. dem Energiemanagement vom Motorraum, also von der Motorsteuerung, spielt der eine hohe Last vor und zeigt der irgendwie, ich brauche Energie. Ja, da ist ein geringer Eingangswiderstand, da will Energie aufgenommen werden. Und das führt dann dazu, dass das System auch mehr Energie liefert. Und die wiederum wird dann auch anhand einer Ladekennlinie auf die Zusatzbatterie übertragen, dahin geliefert. Auch da auch nochmal der Vorteil, gerade bei Lithiumbatterien zum Beispiel, dass ich dann da auch entsprechend die richtige Ladespannung bis hin zur Ladeschlussspannung, also wirklich genauso wie die Lithiumbatterie braucht, auch die richtige Energie, die richtige Ladeströme und Spannung bekomme. Deswegen ist bei neueren Autos und vor allen Dingen bei Lithiumbatterien auf jeden Fall immer einen Ladebooster zu empfehlen. Ich würde es sowieso immer empfehlen, weil der Ladebooster einfach die Batterie viel effektiver auflädt und viel schonender auch. Ja? Auch bei AGM-Batterien in klassischen Wohnmobilen. Da sind oft auch noch Trennrelais verbaut. Also ich würde immer empfehlen, rüstet euch einen Ladebooster nach, weil der einfach dafür sorgt, zum einen, dass die Batterie regelmäßig über den ganzen möglichen Zeitraum wirklich gut mit viel Energie aufgeladen wird und dann auch entsprechend der Ladekennlinie gut gepflegt wird. Ja. Zudem hat er auch noch den Vorteil, dass kein Rückstrom fließen kann. Beim Ladebooster kann der Strom nur in Richtung Wohnraumbatterie fließen. Das heißt, da kann es nicht sein, dass ich aus irgendeinem Grunde plötzlich einen Rückstrom habe und irgendwie aus der Wohnmobilbatterie hier Strom zurück in die Fahrzeugbatterie geführt wird. Zum Thema Ladebooster, und zwar speziell den Votronic Ladebooster, den habe ich ja schon mehrfach in Projekten eingesetzt. Da habe ich ja schon Videos gemacht und euch auch genau erklärt, wie man das Ganze anschließt. Und da gibt es auch hier Dokumentationen zu. Das verlinke ich euch nochmal auch hier unten in der Videobeschreibung. Jetzt hier in Meyers Camper haben wir erstmal gar keinen Ladebooster verbaut, denn hier will ich ja erstmal eine Powerstation als zentrale Stromversorgung benutzen. Ja, und bei uns ging es jetzt hier erstmal damit weiter, die alte Batterie und die ganze alte Installation rauszureißen. Da brauchen wir nämlich Platz für die Drehkonsolen. Und ich werde das alles jetzt hier im Wagen neu aufbauen. Die Verkabelung an sich ist identisch dabei, deswegen werde ich davon auch mal ausgehen, das mal erst in den Mittelpunkt stellen. Und was ich jetzt nachher für eine Stromversorgung mir installiere, ob ich eine Zusatzbatterie benutze oder auch eine Powerstation, das kann ich natürlich hinterher noch entscheiden. Und hier werde ich dann da verschiedene Lösungen auch präsentieren und die auch vergleichen, also welche Lösung eignet sich für welchen Anwendungszweck. Genau das gibt es in diesem und im nächsten Video zu sehen. Thema Solaranlage. Wie verkabel ich meine Solaranlage? Was ich als erstes brauche, um das Solarpanel hier anzuschließen, ist ein Solarladeregler. Der Solarladeregler, der transformiert jetzt quasi die Spannung oder regelt die Spannung so weit, dass am Ende eine 12 Volt Ladespannung herauskommt. Ja? Der Solarladeregler steuert zum einen auch das Solarpanel, dass das immer optimale Energie liefern kann. Besten und effektivsten sind hier MPPT, Solar-Laderegler. Und dann führt der Ausgang des Ladereglers wieder zu meiner Batterie. Hier habe ich wieder Plus, Minus direkt an meine Batteriepole. Kann ich parallel einfach darauf anschließen. Ja, und damit haben wir jetzt wirklich eine komplette Camper-Bordstromversorgung mit Anbindung an die Lichtmaschine über den Ladebooster, wie es jetzt hier zu sehen ist, und mit einer Solaranlage. Und damit kann ich natürlich schon wunderbar autark unterwegs sein, wenn ich entsprechend ausreichend Solarenergie auf dem Dach habe oder ab und zu halt meinen Motor starte, ein bisschen rumfahre, wird sich die Bordbatterie immer wieder aufladen und ich habe wirklich ausreichend Energie. Zum Thema Solar habe ich auch schon einen eigenen Artikel verfasst auf meiner Webseite und auch schon Videos gemacht. Da steht auch, wie man sowas sich berechnet. Generell kann ich so aus Erfahrungswerten sagen, dass so 150 bis 200 Watt Solar für einen Normalgebrauch auf jeden Fall ausreicht. Wenn man natürlich irgendwie wirklich total autark arbeiten möchte im Auto und da tagelang irgendwo stehend nur durch Sonne entsprechend wieder Energie auftanken möchte, um alles zu versorgen, dann braucht man unter Umständen mehr. Wie gesagt, das kann man sich natürlich auch im Detail ausrechnen. Dazu verweise ich euch nochmal auf meinen passenden Solarartikel. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung.
Wir haben jetzt hier bei uns ein bisschen komplizierter das Ganze gebaut, weil wir einfach so ein rundes Dach haben. Das ist so recht gerundet und dann haben wir noch so hohe Sicken in dem Blech. Dadurch war es nicht möglich, diese normalen Spoiler da drauf zu kleben. Normalerweise klebt man sich ja so Plastikhalterungen, sogenannte Spoiler, mit Sikaflex aufs Dach und da schraubt man dann die Solarpanel dran fest. Das ist natürlich deutlich einfacher. Wir haben jetzt hier deswegen, weil wir es mit dem Dach nicht anders machen konnten, so einen Dachträger selbst konstruiert. Bewusst die beiden Panels hier getrennt durch das Dach auch herunter verkabelt. Normalerweise kann man die natürlich auch oben zusammenklemmen auf dem Dach, wenn man irgendwie sagt, ich will jetzt, habe jetzt zwei Panels, die schalte ich immer parallel zum Beispiel. Ja, man kann ja Panels parallel oder in Reihe schalten. Bei Reihenschaltung erhöht sich die Spannung und bei Parallelschaltung erhöht sich der Strom, also der verdoppelt sich dann, wenn man zwei gleiche Panels zusammenschaltet. Und in meinem Fall hier wollte ich diese Optionen offen lassen, sodass ich je nach Anwendungsfall, weil ich will ja hier verschiedene Sachen ausprobieren, zum Beispiel bei einer Powerstation, je nach Typ ist es sinnvoll, die oder sogar nötig, die parallel zu schalten, die Panels, sodass ich keine höhere Spannung bekomme, sondern einfach der Strom sich erhöht. Oder sie in Reihe zu schalten, bei der PowerOrg AC200P zum Beispiel, das, diese riesigen fette Powerstation, das zeige ich euch auch im nächsten Video, wie ich das dann hier verkabelt habe. Da muss ich die in Reihe schalten, damit ich eine höhere Spannung bekomme, damit es überhaupt funktioniert. Und deswegen habe ich die beide nach unten verkabelt hier komplett, sodass ich dann die dann unten zusammenschalten kann, je nachdem, wie ich es gerade haben möchte. Was brauche ich jetzt, um 230 Volt Strom zu nutzen im Camper? Zum einen einen Landstromanschluss. Das heißt, ich muss mir in meinem Camper hier eine Steckdose einbauen, in die Karosserie außen zum Beispiel. Es gibt ja so Außenanschluss-Steckdosen, um mit einem 230 Volt blauen CEE-Anschlusskabel hier entsprechend Kabel einstecken zu können. Das habe ich hier mal dargestellt als 230 Volt Anschluss. Buchse. Als nächstes muss ich dann eine Absicherung machen. Ich muss hier einen FI- und Leitungsschutzschalter einbauen. Das heißt, der FI-Schutzschalter sichert ab gegen Fehlerstrom, der Leitungsschutzschalter sichert ab gegen Überlastung der Leitung und natürlich auch eine Erde. Es gibt so fertige Sicherungskästen, die ich hier immer ganz gerne verwende, so kleine Kästchen. Und man bekommt jetzt so einen FI-LS-Schalter entweder als Kombination, dass man das alles in einem so einem kleinen Gerät schon drin ist, oder man kann sich auch zwei verschiedene Geräte nebeneinander natürlich in dieses Kästchen hier bauen und dann miteinander verbinden, sodass man Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter hier hintereinander schaltet. Und die müssen auch zweipolig sein jeweils. Das heißt, der muss zweipolig abschalten. Das liegt einfach daran, dass man nicht immer sicher gehen kann, dass man Phase- und Neutralleiter in der Steckdose nicht vertauscht hat, weil man ja mit einer mobilen Steckdose das Auto irgendwo an eine Steckdose ankabelt. Im Idealfall ist das auch festgelegt durch den blauen CEE-Stecker. Deswegen muss das auch so einer sein, laut VDE. Da sind die Pole nicht vertauschbar, weil den kann man nicht irgendwie in eine andere Richtung einstecken, während man das mit einem normalen Schokostecker ja einfach in beide Richtungen machen kann. Aber in der Praxis ist es oft so, dass man irgendwo gar keinen CEE-Anschluss hat, also diese, keine blaue Steckdose, sondern nur diese Schokosteckdose, und dann macht man sich wieder einen Adapter dran und dann ist wieder
die Möglichkeit gegeben, dass sich Faser und Nullleiter vertauschen. Das ist im Prinzip nicht schlimm, aber man muss halt deswegen die Sicherungsautomaten und den FE-Schutzschalter auf jeden Fall zweipolig ausführen. Denn im Hausgebrauch ist der immer einpolig, weil da ist es ganz klar, da ist die Faser definitiv fix, die kann man nicht vertauschen. Und dann reicht es, die Faser abzuschalten. Aber wenn man das im Camper nur so machen würde, könnte es passieren, dass man gar nicht den stromführenden Leitungen abschaltet mit dem FE-Schutzschalter im Fehlerfall, sondern den Nullleiter. Und dann wäre es natürlich fatal, wenn man da gerade irgendwie an irgendeinem defekten Gerät am Gehäuse klebt. Deswegen immer zweipolig. Dann braucht man natürlich auch noch eine Steckdose hier irgendwo im Auto. Und da kann ich dann ganz normal meine 32 Volt Verbraucher einstecken, solange ich Landstrom habe. Generell macht es aus meiner Erfahrung immer Sinn, einen 230 Volt Anschluss mit 10 Ampere abzusichern. Aus dem Grunde, weil in der Regel hat man auf Campingplätzen nicht mehr Strom als 10 Ampere. Das ist eher so der Standard. Meistens sogar nur 6 Ampere, was die zur Verfügung stellen. Wie verkabelt man das Ganze jetzt? Die stromführende Leitung mit dem FILS-Schalter verkabeln. Und dann gehe ich zur Steckdose, wie man das kennt. Und ganz wichtig natürlich die Erde. Das ist besonders wichtig hier im Fahrzeug, dass man die Erde vernünftig auch verkabelt. Zum einen ist es sehr sinnvoll und wichtig, direkt an der Außensteckdose vom Schutzleiteranschluss ein grün-gelbes Kabel mit 2,5 Quadrat hier direkt an Erde zu legen, also an Karosserie, mit der Karosserie zu verbinden, sodass die Karosserie direkt hier geerdet ist beim Anstecken vom entsprechenden Stecker. Und in dem Sicherungskästchen befindet sich hier so ein Erdungsverteiler. Auch da geht die Erde wieder dran und wird einfach im Prinzip durchgeschliffen und auch hier nochmal mit der Karosserie verbunden. Und dann geht es von da aus weiter zu meiner Steckdose, wo ich dann ganz normale 230 Volt Verbraucher einstecken kann. Und jetzt habe ich 230 Volt anliegen. Dann kann ich mir natürlich auch ein Ladegerät hier fest verbauen, das hier anschließen an meinen 230 Volt Anschluss. Und dieses Ladegerät, wie man das so kennt, so ein klassisches Batterieladegerät, lädt dann wieder meine AGM-Batterie. Da gehen einfach wieder hier entsprechende Ladekabel zur Batterie, natürlich wieder abgesichert in der Nähe des Batteriepols. Und so wird die Batterie durch den Landstrom dann wieder aufgeladen. Gleichzeitig habe ich hier quasi eine Pufferung der Batterie, wenn ich an Landstrom angeschlossen bin. Dann habe ich hier über das Batterieladegerät schon immer eine Stromversorgung und meine Batterie wird hier geschont. Und so ist eigentlich so ein klassischer Ausbau auch von jedem Standard-Wohnmobil. Dann habe ich jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, meine Batterie aufzuladen und somit bin ich für jeden Anwendungszweck optimal ausgerüstet. Und generell würde ich immer jedem empfehlen, auf Basis von 12 Volt erstmal die ganzen Überlegungen anzustellen, was man überhaupt braucht, weil es gibt mittlerweile für alle Geräte, also nicht für alle, aber für die allermeisten Geräte, irgendwie auch Netzteile, die man so am Kfz-Stecker, am 12-Volt-Stecker halt benutzen kann. Beziehungsweise ganz viele Geräte, die wir heutzutage so benutzen, haben ja eh ein USB-Ladegerät. Und ein USB-Ladegerät, das kann man immer auch an so einer USB-Ladebuchse 12 Volt. Da gibt es ja wirklich in allen Variationen entsprechende Adapterstecker, also diese kleinen Stecker, die ich dann in eine 12-Volt-Dose stecke und dann habe ich dann eine USB-Buchse. Oder auch zum Einbau hier im Camper so entsprechende USB-Ladebuchsen. Da gibt es wirklich sehr viele heutzutage und auf dieser Basis macht es immer Sinn, sich so sein Bordstromnetz aufzubauen. Denn wenn man wirklich mal realistisch ist, man braucht nicht unbedingt Geräte mit 230 Volt Wechselstrom. Eigentlich nur für, wenn man viel Leistung braucht, also Küchengeräte zum Beispiel, Werkzeug. Und natürlich, klassisch ist natürlich alles, was so Wärme erzeugt. Da muss man sich ganz klar sein, alles, was aus Strom Wärme erzeugt, braucht sehr viel Energie. Und wenn man Strom aus einer Batterie generiert, macht das eigentlich kaum Sinn. Also zum Beispiel ein Wasserkocher, eine Kaffeemaschine fragen natürlich immer super viele, kann ich irgendwie hier meine Senseo oder Nespresso-Maschine oder so anschließen, was brauche ich da? Ich würde mir da immer überlegen, ob das wirklich, wirklich nötig ist. Ne? Natürlich, man kann sich bauen, was man will. Es gibt kein richtig und falsch. Ich persönlich denke immer, das beste Nutzen-Kosten-Verhältnis auch. Ja? Oder wenn ich halt mit dem Camper unterwegs bin, für mich ist es irgendwie total, eigentlich auch schön, irgendwie so ein bisschen auf diesen totalen Komfort und Luxus zu verzichten, obwohl ich ja auch schon echt ein Spielkind bin und super viel Gadgets und Geräte irgendwie mit mir rumschleppe und die immer wieder ausprobiere. Aber so manche Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Kaffee zum Beispiel koche ich total gerne und das ist überhaupt kein Problem auf so einer Espresso-Maschine auf dem Gasherd. Also wenn man Wärmestrom erzeugen will, dann braucht man halt wirklich sehr viel Energie. Und dann braucht man auch einen Wechselrichter oder halt Landstrom.
Was mache ich jetzt, wenn ich 230 Volt Wechselstrom brauche in meinem Auto und habe gar keinen Landstromanschluss? Ich bin also unterwegs, stehe irgendwo im Wald, nicht auf dem Campingplatz, habe keinen Strom zur Verfügung und ich möchte aber trotzdem 230 Volt Wechselstromgeräte betreiben. Dann brauche ich einen Wechselrichter, der aus der Batteriespannung den Wechselstrom generiert. Und ein Wechselrichter, ich habe ihn mal hier durch dieses Symbol dargestellt, der benötigt natürlich auch einen Anschluss an die Batterie. Das heißt, ich speise jetzt hier Batteriestrom in den Wechselrichter ein und dann kommt am anderen Ende Netzstrom raus. Dafür habe ich hier wieder so eine normale Steckdose in dem Wechselrichter integriert oder bei größeren Geräten kann man die auch extern dann verkabeln. Und und damit bin ich dann eigentlich auch schon komplett. Damit habe ich jetzt hier wirklich eine komplette Lösung konstruiert, die alles beinhaltet. Den Schaltplan habe ich euch natürlich wieder in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Details in einzelnen Darstellungen und auch zum Runterladen auf meine Webseite gepackt. Oft bekomme ich auch die Frage zu meinen Videos, wie ist denn das mit dem, muss man nicht nach dem Wechselrichter, wenn man sich so einen Wechselrichter integriert, speziell auch bei den Active-Geräten, die haben ja auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oft. Das heißt, da wird entweder der Landstrom durchgeschleift, wenn ich welchen habe, oder wenn nicht, wird der Wechselrichter eingeschaltet. Und wie sieht es jetzt da aus? Muss ich da nicht im Wechselrichtermodus? Habe ich ja keinen Schutz mehr. Da ist ja dann der FI-Schutzschalter und der Leitungsstromschutzschalter gar nicht mehr im Stromkreis. Die sind ja vor dem Gerät installiert. Muss ich da nicht hinterher auch noch so Geräte dranhängen? Und ja, genau, das stimmt. Laut den Vorschriften muss man auch nach dem Wechselrichter einen Leitungsstromschutzschalter und einen FI-Schutzschalter installieren. Allerdings nur, wenn man das an so Klemmen an dem Wechselrichter anschließt. Also wenn dieser Wechselrichter geeignet ist für Festinstallation, wenn er wirklich so Anschlussklemmen mit Schrauben hat. Solange man einfach nur die Steckdose benutzt, die in dem Wechselrichter drin ist, braucht man das nicht. Das ist einfach die Vorschrift, sage ich mal. Denn man könnte einfach bei dem, wenn man sich eine feste Verkabelung macht, könnte man wieder irgendwo Fehler machen, könnte ein Kabel irgendwo an Klemmstellen und mit dem Gehäuse Kontakt bekommen oder so. So sind die Bestimmungen rein technisch gesehen. Macht das natürlich keinen wesentlichen Unterschied. Aber das sollte man einfach beachten, wenn man zum Beispiel sein Auto als Wohnmobil eintragen lassen möchte beim TÜV, seinem Camper, dann kann es auch sein, dass er sich sowas anschaut oder dass er verlangt, dass ein Elektromeister das Ganze abnimmt, dieser 230 Volt Installation. Und in dem Sinne sollte man darauf achten. Am einfachsten ist es einfach, so einen Wechselrichter zu nehmen, der so eine Schoko-Steckdose vorne hat und dann steckt man da einfach ein Verlängerungskabel ein oder so, wenn man es braucht. So werde ich das auch hier in Marias Camper machen. Ich habe hier einfach ein Verlängerungskabel rumgelegt auf eine Steckdose da hier auf der anderen Seite. Da wird noch eine hinkommen, hier an der Tür, wo die Küche ist. Und das stecke ich dann ganz einfach hier ein. Hier ist der Stecker. Ansonsten hat der Wechselrichter selber ausreichend Schutzfunktion gegen Kurzschluss, gegen Fehlerstrom. Der merkt das dann aufgrund der internen Schutzschaltung und schaltet sich ab. Es gibt übrigens auch hier verschiedene Geräte, die haben einen Wechselrichter und so ein Ladegerät dann schon zusammen in einem Gerät integriert. Das sind zum Beispiel die Active-Geräte, die ich ja in vorhandenen Videos, in vergangenen Videos und Bauanleitungen schon benutzt habe. Active CSI-Serie, die besteht quasi aus einer Kombination von Wechselrichter und Batterie-Ladegerät. Und die haben dann auch so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, sobald ich Landstrom habe, wird der durchgeschaltet. Und ansonsten, wenn kein Landstrom da ist, wird der Wechselrichter in Betrieb genommen. Das ist natürlich auch nochmal praktisch, dass man hier quasi permanent Netzstrom im Auto hat, wenn man es denn benötigt. Ja. Die Active-Geräte der Serie SSI haben auch noch Solar integriert, also auch noch einen Solarladeregler integriert, wo ich dann einfach ein Solarpanel anschließen kann. Und auch das kann natürlich praktisch sein. Auch das C-Tech sei ja noch erwähnt, das C-Tech D250 SE, ein Laderegler, den ich auch in zwei Bauanleitungen verwendet habe. Einmal für meine Strombox, das war meine erste Bauanleitung, für meinen Dacia Strombox und auch in Kais VW-Bus. Da habe ich auch ein C-Tech D250 SE verwendet. Das hat einen Ladebooster und einen Solarladeregler integriert. Besteht aus diesen beiden Funktionen. Das kann auch sehr praktisch sein. Ja, und wem das alles viel zu kompliziert ist, ja, wer einfach sagt, hey, ich brauche ein Gerät, was alles schon fertig drin hat. Ich kann mir das gar nicht alles selber zusammen aufbauen oder ich will es nicht, habe kein Geld dafür, was auch immer. Der kann natürlich auch eine Powerstation benutzen. Eine Powerstation integriert jetzt quasi all diese Funktionen komplett in einem einzigen Gerät. Ich brauche es nur noch an einen Zigarettenanzünder anzuschließen zum Aufladen.
aufladen während der Fahrt oder ich kann einfach ein Solarpanel einstöpseln, den Netzstecker irgendwie, wenn ich Landstrom habe. Und ansonsten habe ich hier einfach einen Ausgang, da kann ich dann meine Lampen anschließen oder auch eine Kühlbox. Und dann habe ich alles hier schon funktionabel und brauche mich mit dem ganzen Kram überhaupt nicht zu beschäftigen. Das macht unter Umständen auch Sinn. Und genau das werde ich euch im nächsten Video dann im Detail mal erläutern. Jetzt gibt es erstmal wichtige Infos, was alles zu beachten ist beim Verkabeln im Auto, Kabelquerschnitte, Kabelschuhe, Aufbau der Sicherungsverteilung und so weiter. Was ist das für ein Kabel? Das ist für eine Steckdose. Aha. 230 Volt da drüben. Da war eine 230 Volt Steckdose. Mhm. Ah ja. Und die kommt dann da so rum. Geht denn hier so hin? Ah. Die Elektrik hin. Ah, ja, genau. Die zentrale Elektrik. Power Station oder was auch immer. Da werden verschiedene Sachen ausprobiert. Beim Kabelquerschnitt gibt es eine Grenze bis 15 Ampere. Kann man auf 1,5 Quadrat Anschlusskabeln durchführen. Also die sind zugelassen mit 15 Ampere. Und ansonsten muss man schon 2,5 Quadrat Anschlusskabel nehmen. Dann wird die ganze Verkabelung ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise die Kabel sind halt dicker, schwerer und so weiter. Und da ist eigentlich so meine Praxiserfahrung. Wie gesagt, auch wenn man sich überlegt, was brauche ich überhaupt hier im Camper, brauche ich wirklich irgendwie über 3000 Watt. Na, brauche ich in der Regel nicht. 10 Ampere, 230 Volt mal 10 sind 2300 Watt, die ich mir dauerhaft auch ziehen kann dann. Und das reicht aus meiner Erfahrung soweit immer aus. Und man darf immer nur flexibles Kabel nehmen. Ne? Ich sehe immer wieder Leute, die bauen in ihre Autos so starre Leitungen ein, wie man die im Haus verwendet. Ne? Das ist graue NYM-Leitung, das ist verboten in bewegten Anlagen. Also im Auto darf man immer nur flexible Kabel verlegen, weil die durch die Vibration bewegen die sich immer. Und wenn die dann am Anschluss an der Schraube zum Beispiel, wenn das eine starre Leitung ist, das ist ja wie ein Draht, einer nur, durch die Mikrobewegungen brechen die irgendwann durch. Das kann passieren, wirklich, das ist auch wichtig. Okay. Starkstromkabel, also 230 Volt und 12 Volt Kabel, müssen getrennt im Auto verlegt werden. Die dürfen nicht zusammen in ein Rohr oder so und auch nicht zusammenliegend zusammengebunden werden. Die müssen immer auseinander verlegt werden. Und im Auto müssen bei 230 Volt auch die Kabel gegen Durchscheuern natürlich geschützt werden. Für 230 Volt, also generell müssen die gegen Durchscheuern geschützt werden, nicht nur bei 230 Volt. Aber bei 230 Volt ist es natürlich nochmal eine Nummer wichtiger, sag ich mal. Und aus dem Grunde benutze ich hier zum Beispiel immer diese Baustellenleitung, nennt man das, glaube ich, H07BQ-F. Der Kunststoff hier ist extremst robust gegen Schnitte und so weiter. Und gerade so im Auto hat man ja manchmal Blechkanten, ne? Und wenn man da irgendwie auf Dauer einfach, das rüttelt ja alles die ganze Zeit und bewegt sich beim Fahren, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie mit der Zeit was durchscheuert. Ne? Aus dem Grunde ist dieses Kabel sinnvoll. Ansonsten kann man es natürlich auch in Installationsrohre legen. Völligster Kabelsalat. Das ist jetzt ein 12-Volt-Kabel oder was? Ne, zwei. 12-Volt-Kabel, das mache ich jetzt. Ich habe jetzt hier im Auto immer diese Kfz-Leitung verlegt, die noch eine Ummantelung hat, also zweiadriges Kabel, rot-schwarz gebündelt in einem Kabel. Das hat einfach den Vorteil, dass ich zu jedem Verbraucher ein Kabel legen kann, was schon direkt beide Plus-Minus-Kabel enthält. Die sind ein bisschen teurer, aber dafür habe ich hier einfach direkt das Ganze vernünftig verkabelt, ohne dass ich das irgendwie in Rohre frickeln muss oder so. Ja. Um den richtigen Kabelquerschnitt auszurechnen oder zu bestimmen, muss ich mir überlegen, wie viel Strom fließt durch diese Leitung. Und zum einen ist das wichtig, einfach um das Kabel nicht zu überlasten, denn wenn ich zu viel Strom durch ein dünnes Kabel oder einfach durch ein Kabel führe, dann wird es heiß und irgendwann brennt es auch durch. Und Batterien, 12 Volt Batterien im Auto, im Wohnmobil, die haben sehr viel Energie, die können unfassbar viel Strom liefern, ja, 100, 200 Ampere, 300 Ampere vielleicht sogar bei richtig fetten Batterien ist durchaus möglich. Und wenn man dann einfach so ein dünnes Kabel da anschließen würde und es hätte einen Kurzschluss, dann würde es wirklich buchstäblich sich in Rauch auflösen. Das brennt dann wirklich komplett durch und dadurch hat man natürlich auch Brandgefahr. Um den richtigen Kabelquerschnitt dann zu bestimmen, muss ich mir überlegen, wie viel Strom kann da maximal durchfließen. Was auch noch wichtig ist, ist gegen zum einen natürlich die Sicherheit, wie gesagt, dass das Kabel nicht überlastet wird. Zum anderen aber auch muss ich berücksichtigen, dass jedes Kabel hat einen Spannungsabfall. Ja? So ein Kabel hier, das hat auch immer einen Widerstand. Und je länger das Kabel ist, desto höher wird der Widerstand. Und dadurch fällt da Spannung dran ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein dünnes Kabel zur Kühlbox lege, das ist so ein Klassiker, das machen viele falsch,
Habe ich irgendwie, sagen wir mal 3-4 Meter vielleicht, weil ich das irgendwie im Auto so rumlege auf der anderen Seite. Und dann lege ich das, habe ich da 0,75 oder so. Das würde theoretisch ausreichen, sagen wir mal bis 10 Ampere, laut VDE wahrscheinlich noch gerade so möglich. Aber da kommt dann irgendwie nur noch 11 Volt Spannung oder so an, weil die Kühlbox braucht natürlich eine ganze Menge Strom. Und dann habe ich da einen hohen Spannungsabfall und dann läuft die nicht mehr. Beziehungsweise der Spannungswächter meldet sich dann und sagt, hier, Spannung reicht nicht mehr. Batterie ist zu weit entladen, was natürlich nicht stimmt. Also, es gibt immer einen Spannungsabfall auf Kabel. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, einfach ausreichend Querschnitte wirklich zu nehmen, sodass man möglichst geringen Spannungsabfall auf den Kabeln hat. Es gibt zum einen so Tabellen, da kann man sich dran orientieren. Die habe ich ja auch schon in meinen vorhandenen Artikeln und Bauanleitungen immer mal wieder mit eingebunden. Ich habe das jetzt auch nochmal aktualisiert und ich habe jetzt auch in dem Artikel hier zu diesem Video nochmal so einen kleinen Rechner eingebaut. Da kann man sich das ganz einfach selber mal ausrechnen. Es gibt natürlich auch eine Formel, die dem zugrunde liegt, wie man sich das ausrechnet hier aufgrund der Kabellängen. Kupferleitwert spielt eine Rolle wegen dem Spannungsabfall, also den Widerstand des Kabels und der Länge. Ja, will ich euch jetzt aber nicht mit quälen. Wie gesagt, schaut mal auf meine Webseite, da kann man sich das ganz schnell ausrechnen, was man für einen Querschnitt braucht. Ich habe da drei Verwendungszwecke voreingestellt, die bestimmen dann den zulässigen Spannungsabfall. Generell sollte man bei Batteriekabeln, die direkt zur Batterie führen, also von der Lichtmaschine zum Beispiel mit der Batterie verbunden oder Ladegeräte oder Solar oder Hauptleitung zur Sicherungsverteilung, da sollte man immer sehr großzügig mit Kabelquerschnitten arbeiten. Also 1% Spannungsabfall ist eigentlich Maximum, sonst verliert man einfach zu viel Spannung schon grundsätzlich im System. Und auch beim Ladebooster und so weiter ist es extrem wichtig, denn sonst kann der Ladebooster nicht richtig arbeiten. Der erkennt ja auch anhand der Spannung, ob jetzt die Lichtmaschine läuft zum Beispiel. Und da muss man natürlich dann auch mit fetten Kabeln ran. Sonst ist da schon die Spannung unter Umständen zu niedrig, sodass er gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Ansonsten kann man so bei allgemeinen Verbrauchern kann man ruhig 5% Spannungsabfall mal einkalkulieren, sag ich mal. Und bei Licht ist auch 10% okay. Da merkt man eigentlich so jetzt keinen Unterschied. LED-Lampen brauchen eh kaum Strom. Die sind da auch toleranter. Super wichtig ist natürlich auch, die Kabel vernünftig zu verbinden. Das ist das zweite Thema, was genau damit zusammenhängt. Denn wenn ich jetzt die Klemmstellen irgendwie unsauber mache, ja, wenn ich da keinen guten elektrischen Kontakt habe beim Anschließen der Kabel, dann habe ich da wiederum einen Spannungsabfall. Und da habe ich das gleiche Problem. Zum einen können die auch heiß werden, wenn es wirklich ein Wackelkontakt ist, kann es dann brutzeln und die können heiß werden. Auch gefährlich. Sehr wichtig, also hier gute elektrische Kontakte zu bauen. Bei dünneren Kabeln ist es ja noch nicht so das Riesenproblem. Aber auch da ist es super wichtig, Kabelschuhe zu verwenden, die sauber gequetscht werden können. Ne? Also hier diese klassischen Kabelschuhe, die wahrscheinlich jeder kennt, kann man sich als Sortiment zulegen. Dann hat man direkt das richtige, den richtigen Kabelschuh für den jeweiligen passenden Anschluss. Die Ringe hier zum Beispiel, die müssen auch immer genau den Durchmesser haben der Schrauben, wo sie drauf kommen. Solche Sachen sind wirklich wichtig. Dann gibt es auch Spezialwerkzeug, um die zu krimpen. Ja. Es gibt so Krimpzangen hier. Die kann man einfach nicht wieder öffnen, bevor sie wirklich komplett durchgekrimpt sind. Das ist einfach zur Sicherheit, dass man nicht aus Versehen, weil man nicht richtig festgedrückt hat oder so, den Kabelschuh zu locker gekrimpt hat. Auf jeden Fall zu empfehlen, damit man sicher ist, dass man gute Verbindungen macht. Ich würde immer Schraubanschlüsse bevorzugen. Es gibt ja auch diese Steckschuhe, die man einfach irgendwo aufstecken kann. Schon seit vielen Jahren Standard im Kfz. Der elektrische Kontakt von Schraubanschlüssen ist aber natürlich besser, weil ich da eine Schraube richtig anknallen kann. Da sollte ich auf jeden Fall auch, wenn möglich, lieber drauf zurückgreifen. Wenn kein Kabelschuh draufkommt, muss man immer so eine Ader-Endhülse draufkrimpen, draufquetschen. Das ist ganz wichtig, dass die Leiter zusammengefasst sind und dann auch alle Kontakt haben an dem Anschluss und dass da nicht irgendwie was ausfranst und ein Drähtchen keinen Kontakt haben. Das sind wirklich Sachen, die muss man sauber drauf, da muss man sauber drauf achten, dass man das echt gut macht, denn sonst funktioniert die ganze Anlage nicht zuverlässig. Bei größeren Kabelquerschnitten, wie man sie jetzt an Batterieanschluss, Batterieverbindung, Ladebooster, Solar, manchmal auch hier Anlage und so weiter. Also je mehr Strom man einfach durchs Kabel hat, desto größer muss der Kabelquerschnitt sein. Da braucht man dann auch wiederum Spezialkabelschuhe. Auch da ist natürlich super wichtig, die ordnungsgemäß sauber zu verwenden. Ja, solche Kabelschuhe hier zum Beispiel, die kann man natürlich jetzt nicht mehr mit so einer Kabelschuhzange quetschen. Da braucht man schon eine Spezialzange. Zum Beispiel sowas hier, ja, da werden einfach vorne dann entsprechend verschiedene, hier kann man verschiedene Größen einstellen an den Rädchen und dann kann man die hier vernünftig quetschen, sodass nachher das Kabel auch da drin wirklich sicheren Kontakt, sicheren Halt hat. Das ist auch eher noch so eine Billo-Variante, habe ich auch von Amazon, ist auch irgendein China-Produkt.
Da muss ich auch nochmal sagen, da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, zu meinen Erfahrungen mit Werkzeugen. Es gibt unfassbar viel Werkzeug und Material auf Amazon mittlerweile, was irgendwie direkt aus China vermarktet wird. Zum Teil kann man das brauchen, das ist einfach auch gut, so in zu erschwinglichen Preisen, sage ich mal, Spezialwerkzeug zu bekommen. Aber ganz oft habe ich auch gemerkt, dass es einfach Schrott ist. Das entspricht dann nicht den deutschen Normen und manchmal hier zum Beispiel passt irgendwie, wenn man nicht die richtigen Kabelschuhe genau zu der Zange hat, dann sind die manchmal Millimeter oder einen halben Millimeter nicht im Durchmesser richtig und dann gibt es irgendwie Nasen oder so Grate beim Zusammenquetschen. Also da würde ich mittlerweile auch immer sagen, kauft euch lieber wirklich vernünftiges Werkzeug. Das ist generell eine Regel. Klar, wenn man sich einmal nur im Leben einen Camper ausbaut, einmal nur eine Elektrik macht, dann ist man in der Regel wahrscheinlich nicht so motiviert, teure Spezialzangen zu kaufen und so weiter. Aber da irgendwie Kompromisse zu machen und da irgendwie rumzufrickeln, da kann ich wirklich nur jedem vom abraten. Ansonsten tut euch irgendwie zusammen, versucht es irgendwie in Gruppen zu machen, wo man sich gegenseitig dann unterstützt, Werkzeug ausleihen kann. Gutes Werkzeug ist echt super, super wichtig. Oh Maja, ich habe einen Strauß Kabel für dich gemacht. Oh mein Schatz, die allerschönsten, vergiss mich nicht, Rosen. Oh. Mit Schuhen. Wow. Das Kabelschuhe? Ja, richtig. Ja. Kabelschuhe. Schön, wunderschön. Ne? Ja. In Rot-Blau, wie ich es liebe. So sieht dann meine fertige Verteilung hier aus, mein fertiges Bedienpanel in Majas Camper. Ich habe hier wieder so ein multifunktionales Bedienpanel verwendet. Das hat zum einen hier so USB-Steckdosen, eine Spannungsanzeige und eine 12-Volt-Steckdose. Die kann ich hier auch ein- und ausschalten über diesen Schalter. Dann habe ich hier einmal Licht, das bezieht sich nur hinten auf das Deckenlicht, da kommen noch mehrere Lampen dran. Wir sind ja noch nicht ganz fertig hier. Ich habe die Kühlbox hier auch schaltbar gemacht. Die kann ich hier ein- und ausschalten. Das hat einfach den Vorteil, dass man, ohne jetzt irgendwie an die Kühlbox zu müssen, die ist ja hier in der Kiste drin, dass man da, ja, sie läuft, dass man da die noch ein- und ausschalten kann, falls man zum Beispiel nachts irgendwie Ruhe haben möchte. Macht es auch durchaus Sinn, die mal auszuschalten. Die hält sowieso noch ein paar Stunden kühl, wenn die aus ist. Also die Kühlbox extra schaltbar. Ebenso habe ich einen extra Schalter für die Wasserpumpe eingebaut, das macht immer Sinn. Ansonsten habe ich hier die Fernbedienung von der Standheizung, die ist hier mit integriert. Und ich kann dieses Türchen auch jetzt hier ganz einfach aufklappen und dann sehen wir dahinter, was ich da alles verkabelt habe. Hier ist mein Sicherungskasten und darunter befinden sich die Flachsicherung, die ich bisher benutze, entsprechende Anschlüsse, unten ist die Masseverteilung. Und ich habe ansonsten hier unten, sieht man das, noch weitere Verteilungsschienen einfach benutzt. Damit kann ich die Kabel noch besser aufteilen, damit ich nicht mehrere Kabel oben an diese Anschlüsse dran klemmen muss, um das hier besser zu verschalten. Auch mit dem Bedienpanel hier, um das vernünftig zu verdrahten, habe ich das so gelöst. Natürlich habe ich mir erstmal einen Plan gemacht, wie ich das Ganze hier verkable.
Und den ganzen Plan gibt es auch in schön. Der sieht dann so aus. Da ist auch mal wichtig, sich das zu notieren, sich das zu dokumentieren, weil wenn man mal irgendwo einen Fehler hat oder wenn man eine Zeit lang das nach einer Zeit wieder drauf schaut, dann hat man garantiert vergessen, wofür war nochmal diese Sicherung. Ja, also man sollte das auf jeden Fall auch sauber dokumentieren und beschriften, damit man auch weiß, welche Sicherung ist für welchen Verbraucher, wie habe ich die Kabel wo angeschlossen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierhin und ihr konntet was mitnehmen für euch. Ich freue mich, wenn ihr noch Fragen in die Kommentare schreibt. Bitte beachtet immer, ich mache keinerlei persönliche Beratung oder sowas. Ich bekomme auch immer mal wieder Anfragen per E-Mail, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Das ist gar nicht mein Fokus. Ich mache deswegen extra so ausführliche Videos, um möglichst viel Informationen weiterzugeben, um jeden quasi möglichst zu unterstützen, dass er selber für sich dann weiterkommt. Und wenn ihr noch konkrete Fragen habt, schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare. Da beantworte ich eigentlich immer alle Fragen, die vernünftig gestellt worden sind, wo ich wirklich auch was drauf antworten kann. Und in dem Sinne hoffe ich einfach, dass ich euch damit ein bisschen unterstützen konnte, was ich hier gemacht habe und auch in Zukunft durch Beantwortung von Kommentaren kann. Sehr gerne den Daumen nach oben klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch mal, wie gesagt, auf meine Webseite. Da habe ich ja zu diesem Video hier wieder einen Artikel. Da gibt es auch viele Links zu Beispielprodukten, was man so braucht für Werkzeug, für Material. Und natürlich habe ich da ja auch schon mehrere ganz konkrete Bauanleitungen verfasst, um sich so eine Camper Electric hier aufzubauen. Habt ihr jetzt im Video ja sicherlich mitbekommen. Also, wir sehen uns im nächsten Video, Thema Power Stations im Camper. Und bis dahin wünsche ich euch eine geile Zeit. Bis bald. Tschüss.